Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Ich bin wie immer Mr. Zogger. Das ist, wer lesen kann, City Vision, was will man auch sagen, ne? Und das ist die heutige Freitagsfolge. Yes, yay! Endlich Wochenende. Gut, tangiert mich ja nicht mehr so, dadurch, dass ich ja krankgeschrieben bin, noch immer. Da vergisst man so ein bisschen die Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist dann so, wenn ich dann im Laden bin, einkaufen, und dann ist es halt, jetzt zum Beispiel letzte Woche war das so gewesen, es ist freitags, und dann stehe ich dann abends da, weil ich schnell noch ein paar Kleinigkeiten umwollte, die ich vergessen hatte. Und stehe dann so an der Kasse und dann so, ja, dann schon mal schönes Wochenende. Und ich so, ey, was? Wie? Oh, krass, cool. Ja, ist wieder Wochenende. So, super. ist irgendwie komisch, ne? Also wenn man dann nicht mehr diesen regelmäßigen, ich habe jetzt ja durch den Sport, den ich regelmäßig machen muss und die ganzen anderen Sachen, Arzttermine, habe ich ja einen geregelten Wochenablauf, yay. So, hatten wir jetzt eigentlich das Upgrade gemacht? Ja, ich glaube schon. Und wir hatten diese schnieke geile Farbe, ja. Hatten wir alles im Livestream gemacht und ein Talent ist nicht zugewiesen. Dann sollten wir das wohl tun, würde ich sagen, hä? Damals Talent. Ja, ist ja okay. Puh, was für ein Talent, die sind alle kacke. Brandgranaten. Deckung zu Deckung. Aha. Schock. Nehmen wir das halt. Ja, komm, hau mal rein. Was soll's? So, haben wir jetzt schon die Mission, dass wir hier hoch müssen? Diese Ausrüstung ist geil. Sieht mir so aus, ne? Worden, bevor die Scheiße losging. Ja, ich glaube, wir haben hier. Nee, da waren wir noch nicht wieder. Das heißt, müssen wir erst dahin, genau, und ihm dann sagen: Hey, wir haben den ganzen Mist erledigt. Dann sagt er: Wey, cool, hier hast du dein Stempelchen, geh zum nächsten Tor. Und ich sehe gerade, da unten haben wir anscheinend eine Nebenmission vergessen. Was? Na, das kann nicht sein, auf keinen Fall. Wir vergessen keine Nebenmission. Das ist jetzt echt komisch. Hä? Ist ja echt mega seltsam. Ich hab doch immer alles gemacht. Wie kann das sein? Egal. Gehen wir zu dem hin. Eines sicheren Bereichs. Also okay. So. Hatten wir bei dem schon alles? Also irgendwie bin ich irritiert, weil. Naja. Gut, komm, markieren wir das da oben. Und gehen halt dahin. Verdammt, diese Ausrüstung ist geil. Bist du. So. Dann mal gucken. Was ist denn da alles so tolles? Oh, falsche. Da steht zwar Ausgang, aber hey, nicht der Ausgang für uns. Ich muss ja sagen, der Livestream war ja der Folgenersatz, ne, für gestern. Und ich muss sagen, ich habe echt keine richtige Lust. Also ich habe ja so schon nicht so viel Bock mehr auf dieses Spiel, aber nach gestern, nach diesen wirklich pervers abartigen Sachen, die da gezeigt wurden, was da halt offeriert wurde, was da halt abgeht, dieser krank, wirklich mega kranke Scheiß. Ich finde, das gehört nicht in so ein Spiel rein. Also, ganz ehrlich, halte ich gar nichts von. Und das Spiel hat sowieso schon für mich eigentlich sehr, sehr viel falsch gemacht nach dem Release. Vorher sah das wesentlich geiler aus. Man hätte viel, viel mehr coole Sachen draus machen können, aber letztendlich ist einfach nur ein Haufen Bullshit bei rumgekommen. Weg von hier! Wie soll ich ihn? Ich würde sagen. Gar nicht. So. Schön markiert, sehr gut. Haben wir sie alle? Ja, ich glaube schon. Dass sie immer alle erschießen müssen, echt? Haben die nichts anderes zu tun? Müssen die immer jeden erschießen? Na, Spacken, ey. Ich muss sagen, die Gewaltdarstellung und die Grausamkeiten, die man hier zeigt, das ist einfach zu viel. Das ist einfach unnötig.
Da hat sich, glaube ich, einen Zivilisten zerfetzt. Na super. So. Das ist, ich weiß nicht, es gibt halt so ein gewisses Maß an solchen Sachen. Ich finde, das sollte man dann nicht übertreiben und überschreiten. Und man sollte vielleicht eigentlich eher auf Unterhaltung setzen, dass man halt versucht, mittels einer guten, interessanten Story die Leute zu unterhalten, statt so einen Mist zu machen. Okay. Was ist hier los? Ein verkackter Checkpoint. Hier sieht es ein bisschen anders aus, ne? Ist das das mit... Oh, das sind, glaube ich, diese... Diese Söldner, ne? Die hier geholfen haben. Die man angeheuert hatte. Ich glaube, ja. Ich will nicht in dieses Tunnellager. Keine Panik. Hören Sie, Agent. Sie haben drei Ziele und keines davon ist leicht zu erreichen. Eins, legen Sie die Kommzentrale. Ja, ja, leck mich. Schalten Sie das Taktikzentrum. Nein. Und drei, übernehmen Sie das Waffenlager vor Ort. Nein. Ich brauche die Waffen für meine Leute. An die Arbeit. Auch nicht. Lasst mich in Ruhe mit eurem Mist. Niemand interessiert sich dafür. Also, zumindest geht's mir so. Hier ist noch sehr viel sehr gut erhalten, ne, in dem Bereich, muss man sagen. Echt komisch. Normalerweise sieht's in anderen Bereichen immer so mega abgeranzt aus. Ach, ein Kino. Cool. Gucke sich sogar was an. Denselben gammeligen Film, den es auch im... da hätte man zum Beispiel gaghalber einfach wirklich den Arsch in der Hose haben müssen und anstatt so viel verdammtes Scheißgeld in irgendeine verkackte Story von irgendwelchen Flachpfeifen zu setzen, dann halt vielleicht so einen kleinen Gag zu machen und wirklich einen Film hier zu zeigen. Wo man sich dann hier hinsetzen kann. Interaktion mit den Gegenständen in der Umgebung wäre zum Beispiel auch nochmal eine Möglichkeit. Und sich dann hier hinsetzt und dann einfach ein kleines Filmchen guckt. Muss ja, kann ja irgendeine olle Kamelle sein, keine Ahnung, was weiß ich. Muss ja nichts Neues sein. Also einfach so als Gag. Wie zum Beispiel bei Quantum Break. Ja, wo dann einfach mal so einen kleinen Kurzfilm dir angucken kannst. Mega cool gemacht. Das ist halt Ubisoft. Ein Apartmenthaus in Boca voll mit alten Knackern umziehen. Massenware für jedermann. Also, hören Sie mir zu. Nein, ich höre dir nicht zu, Bastard. Durch. Halt die Schnauze. Niemand interessiert es, was du sagst, ey. Weil du mich zu sehr nervst, dann schieße ich dich sonst so hin, ey. Dann schicke ich dich raus gegen die Rikers kämpfen, den ganzen Scheiß anschauen. Soll man denn da nochmal normal bleiben, ey, bei diesem ganzen Mist? Nervt doch echt. So, gut, jetzt geht's mir besser. Ja, was brauche ich denn, hä? Was weißt du denn, die mich nicht kennt, was ich brauche? Das bin ich jetzt echt mal gespannt, was das sein soll. Scheuerte Tussi. Jeder will immer wissen, was man braucht und was man nicht braucht. Ist das nicht schrecklich, ey, dass wildfremde Menschen sich da hinstellen und sagen, hey, ich weiß, was du brauchst, yeah. Niemand weiß es. Ich brauche meine Ruhe. Das brauche ich. Und nicht so viele Arschkrampen, die auf den Sack gehen. So, Labordaten, okay. Sie werden begeistert sein. Nein, werde ich nicht. So ein Doktor, Candle oder Alice oder... Ach, halt die Schnauze, Gutnick. Ein paar Krankenakten aus einer Praxis hier in der Nähe. Und die Computer sind nicht an. Also kommt da keiner ran. Bis sich jemand traut, da reinzugehen, die Dinge anzuschalten und sich die Aufzeichnungen zu schnappen. Die Versicherungen werden sicherlich entzückt sein. Meinen Sie nicht auch? Ach, lass mich in Ruhe mit der scheiß Versicherung, ey. Dann brauche ich, was hier ist. Verdammt! Ich war da. Mittendrin. Ich hätte die noch retten können, die ganze beschissene Lage. Ich kann es nicht fassen. Wie kann man die Besten der Besten anwerben und ihnen dann nicht erlauben, ihre Arbeit zu tun? Totaler Schwachsinn. Wenn wir jetzt abziehen, können wir nie wieder zurück. Die ganze Gegend wird eine riesige Grauzone. Vollkommen gesetzlos. Gott, wir lassen die gewinnen. Hör auf, ein Weichei zu sein. Reiß dich zusammen. Denk nach, Gott verdammt. Idioten. Gottverdammte Idioten. Was denken die sich? Was denken die sich? Ja, das hört sich ganz wieder nach einem Opfer der Bürokratie an. So nach dem Motto, ja, nee, ihr müsst jetzt wieder weg und na, das ist nicht und so wie damals mit Desert Storm, als man das erste Mal die Chance gehabt hätte, damals das Ganze zu beenden und Hussein, also Saddam Hussein halt abzusetzen und alles.
Da hatte man die Möglichkeit dazu. Man war ja bis vor Bagdad oder bis Bagdad gekommen, relativ zügig, ratzfatz. Aber anstatt dann wirklich einen Kahlschlag zu machen, alles zu beenden, nein, hat man, ja, du, wir haben kurz mit dem Stöckchen ein bisschen gewedelt und gesagt, du. Ne, ihr wisst, was wir können und die machen das dann schon nicht mehr. Ja, darauf hat man sich dann verlassen. Dass es nicht funktioniert hat, haben wir ja dann gesehen. Oh, du brauchst Hilfe? Okay. Oh, ich danke Ihnen sehr dafür. Ein gammeliges Basecap, das keiner braucht. Ich gehe mir rein, ich will einen Einsatzbericht haben. Da ist er. Hi, Rick. So. Ich habe Ihre Nachricht bezüglich der Lage in New York erhalten. Sie haben vollkommen recht. Die Dinge laufen schneller aus dem Ruder, als der Regierung klar ist. Sie wird die Kontrolle verlieren, noch bevor die Marschbefehle unterzeichnet sind. Wenn Sie mich fragen, muss der Bevölkerung mit absoluter Autorität begegnet werden. Ja. Die Leute sind wütend und verängstigt. Und das führt zu dummen und gefährlichen Aktionen. Das habe ich schon zu oft erlebt. Diese Instinkte müssen mit Nulltoleranz unterdrückt werden. Mhm. Weniger werden sie keine Resultate erzielen. Richtig. Und auf lange Sicht ist das teurer, als mich und meine Leute zu bezahlen. Naja, er hatte aber auch recht. Man muss dann wirklich sehr stark auftreten. So nach dem Motto, hier, halt, stopp. So geht's nicht. Alles andere führt ja nur dazu, dass sie auf der Nase rumtanzen. Das sind die Söldner. Klasse. Super, ich muss jetzt gegen diese Söldner vorgehen. Toll. Das wird echt mega ätzend, sage ich euch.